Willkommen bei Extra 3 Extra. Monaco. Nach den aktuellen Dopingenthüllungen in der Leichtathletik zeigt man sich beim Leichtathletik-Weltverband IAAF erstaunt. Dass so viele Athleten dopen, hätten wir nie gedacht. Wenn uns jetzt noch jemand sagt, dass es auch den Weihnachtsmann und den Osterhasen nicht gibt, bricht unsere Welt komplett zusammen. Auch der versierte Doping-Experte Lance Armstrong äußerte sich. Ich werde nie wieder Leichtathletik gucken. Sauerei. Um eine schnelle Aufklärung im Doping-Skandal voranzutreiben, übertrug der Leichtathletik-Weltverband die Leitung der Anti-Doping- und Antikorruptionsabteilung mit sofortiger Wirkung an den renommierten Professor Hastig. Diese Doping-Vorwürfe werde ich... Moskau. Der neue Präsident des russischen Sportverbands, Dmitri Muskulow, wittert eine Verschwörung gegen Russland. Was können wir Russen denn dafür, dass uns von klarem Wodka und kalter Luft so viele Muskeln wachsen? Mexiko-Stadt. Der Dopingskandal zieht immer weitere Kreise. Heute wurde bekannt, dass auch Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko, Epo und Steroide eingenommen haben soll. Der entscheidende Hinweis kam von dem auch unter Dopingverdacht stehenden Roadrunner. Paderborn. Der Verband der Dopingärzte warnt vor akuten Dopingmangelerscheinungen. Hier geheime Aufnahmen von ungedopten Spitzensportlern. Ein weiterer Dopingskandal wurde jetzt in Hamburg-Eimsbüttel bekannt. Rentner Heiner Koslowski wurde beim Skat des Dopings überführt und mit sofortiger Wirkung suspendiert. In einer offiziellen Pressemitteilung teilte der Skatclub Eimsbüttel mit: Das hätte nie einer vom Heiner gedacht, die alte Schweinebacke. Aber wir haben uns schon immer gewundert, warum der so schnell die Karten austeilt, dieses Sackgesicht. Das war Extra 3 Extra. Guten Abend.